zwei, drei Sätze zu der Firma Meiler. Für diejenigen, die es noch nicht vielleicht so gut kennen, was machen wir? Wir stellen Produkte für die Bauwirtschaft her und für die Abfallwirtschaft. Wir sind mit Kippern, Kippanhänger und Hinterkippern und Abroll- und Absetzkippern auf dem Markt vertreten und im deutschen Bereich und auch im Dachbereich sehr, sehr stark diesbezüglich. Jetzt kommen wir zu der Frage, die auch gerade eben schon vorgelesen wurde, der digitale Kipper. Ist Vernetzung bald wichtiger als Nutzlast? Ich sage jetzt mal das Thema Nutzlast oder grundsätzlich die eigentlichen Attribute, die einen Kipper auszeichnen, sind ja tatsächlich Robustheit, Qualität und das, was ich in den Kipper reinladen kann. Jetzt ist ja schon seit diversesten Jahren schwirrt so ein bisschen dieses Thema Digitalisierung auch in dieser Branche umher und man stellt sich immer so die Frage, ja, wie kann ich eigentlich mit dem Thema Digitalisierung umgehen? Wie betrifft es mich? Was hat es für Auswirkungen auf mich und in dem Fall auf das Unternehmen Meiler? Und wie kann man tatsächlich dieses Thema angehen, dass man auch, ich sage jetzt mal, diese Transformation, wie es immer so schön heißt, die digitale Transformation in diesem Bereich, in dieses Unternehmen mit hineinnimmt? Und ich weiß nicht, wer von Ihnen vorhin gerade auf dem Vortrag von Zeppelin war. Der war, fand ich, sehr, sehr interessant. Hat auch, ich sage jetzt mal, einen sehr großen, einführenden Überblick über das gegeben, was digitale Transformation in unserem Bereich, aber ich sage jetzt mal so auch ganz allgemein bedeutet und für Auswirkungen hat. Die typischen Beispiele wie Nokia, da kann man dann noch Kodak nennen und uns sind da auch alle gefallen. Die Frage, die man sich halt immer stellen muss in dem Bereich, in dem wir tätig sind, was hat das denn eigentlich tatsächlich für Auswirkungen auf uns, auf unsere Branche, auf unsere Kunden, auf unsere Geräte, die wir herstellen und die wir an den Mann bringen? Hat es überhaupt Auswirkungen oder was? Ja, und wie wirken sich diese denn überhaupt aus? Und das ist so ein bisschen, sage ich jetzt mal, ein Praxisbericht. So habe ich ihn ein Stück weit aufgesetzt, um zu zeigen, wie die Firma Meiler mit diesem Thema umgegangen ist, beziehungsweise nach wie vor versucht natürlich umzugehen. Ich sage mal, in einem Jahr kann man nicht so wahnsinnig viel machen. Wir haben natürlich versucht, da wirklich einiges auf die Beine zu stellen. Und wo wir gerade stehen und was wir tatsächlich vorhaben. Ein ganz wichtiges Thema in dem Zusammenhang ist die Motivation. Also was bewegt uns als Kipperhersteller dazu, in diesem Bereich überhaupt tätig zu werden. Und ich sage mal, ganz wichtig ist, man hört ja immer diese Schlagworte, die dann in den diversesten Konferenzen, Medien etc. rumgeistern. Ganz entscheidend ist, wie kann ich das, was ich denn da sehe, was grundsätzlich natürlich im Bereich Digitalisierung passiert, wie kann ich das auf unsere Branche und auf unseres und auf unser Unternehmen im Speziellen runterbrechen? Und da haben wir jetzt für uns zwei ganz entscheidende Faktoren ausgemacht. Und der eine Faktor ist natürlich ganz klar, wie bei jedem anderen auch, die Anforderungen, die aus dem Markt kommen. Wir haben aber auch als, ich sage jetzt mal, als Kipphersteller, die wir auf Fahrzeuge montieren, noch die andere Richtung. Und ich habe es jetzt hier mal als Technology Push bezeichnet. Das, was im Grunde genommen von den Fahrzeugherstellern kommt. Wir müssen sozusagen wirklich auf beide Seiten schauen und auf beide Anforderungen ein Stück weit auch reagieren, nämlich auf das, was wirklich aus dem Markt kommt. Also was möchte unser Kunde, der unser Produkt kauft, in diesem Bereich oder im Bereich Digitalisierung, was möchte der da haben, was können wir ihm da bieten, wo hat er denn Nöte und Zwänge, die man ein Stück weit, sage ich jetzt mal, damit bedienen kann. Und der andere ganz wichtige Part ist natürlich, wie müssen wir uns aufstellen, um auf die Technologien und Entwicklungen, die aus dem LKW-Markt kommen, da überhaupt reagieren zu können. Ich sage mal, wir bewegen uns da tatsächlich auf zwei Ebenen. Das eine ist die Fahrzeugebene, die sehr, sehr technisch, sage ich jetzt mal, ist, auch tatsächlich anfassbar und greifbar. Und der andere Bereich ist so ein bisschen, wenn wir in die Systemebene gehen, wenn wir eher so Richtung Kunde gehen mit verschiedensten Lösungen, sei es Portal, sei es Apps, dazu komme ich dann gleich noch ein bisschen. Also wir haben da wirklich so ein bisschen diese Twitter-Rolle, die wir ausfüllen müssen. Wir müssen zum einen auf den Markt reagieren und müssen aber zum anderen natürlich auf die LKW-Branche reagieren. Und wenn wir uns auf den Markt konzentrieren, dann haben wir für uns folgende Punkte, sage ich jetzt mal, identifiziert, mit denen wir uns befassen, auch ganz intensiv befassen. Und der erste Punkt ist, wir wollen ein
digitales Fuhrparkverwaltungssystem unseren Kunden zur Verfügung stellen. Jetzt mag man sich natürlich fragen, okay, allein wenn ich hier rausgehe, sehe ich wahrscheinlich 3, 4 von denen. Warum wollen wir als Miler da ebenfalls tätig werden? Aus dem einfachen Grund, weil wir der Aufbauhersteller des Kippers sind und damit im Grunde genommen auch den Zugriff zu den Daten dieses Kippers haben. Die hat jetzt, sage ich mal, jemand, der nicht diesen Kipper produziert, der hat die Daten gar nicht. Und die andere Seite ist, auch da wieder von einem Kunden und auch von der Kundengröße her, welche Kunden adressieren wir mit einem eigenen System? Das ist jetzt nicht der riesengroße Kunde, der hat meistens schon ein System, sondern das sind Kunden, ich sage jetzt mal, mit einer Größe von 5 bis 50 oder 70 Fahrzeugen. Weil das sind meistens Kunden, die nicht oder sehr schwer nur in der Lage sind, sich wirklich einen Überblick über das zu verschaffen, was gibt es eigentlich draußen, was sind die Vorteile davon, was sind die Nachteile davon. Und für diese Kunden wollen wir tatsächlich dieses Portal, was ich im Nachgang vorstellen oder in ein paar Minuten vorstellen werde, auch schaffen. Und für die großen Kunden, die wirklich sagen, okay, deine Daten oder die Daten, die dein Aufbau produziert, und das sind doch einige, die möchte ich trotzdem haben, aber ich habe schon eine Lösung, für die generieren wir natürlich auch eine Schnittstelle, API ist auch schon, glaube ich, des Öfteren gefallen, auch in dem Vortrag vorhin, über die der Kunde diese Daten abrufen kann. Und in seinem Portal, sei es tatsächlich sein Portal oder eine bereits bestehende Portallösung, dort einbinden kann. Und für eben all die Kunden, die diese Größe nicht haben, die aber trotzdem sagen, ich möchte einen gewissen Funktionsumfang haben, für die bieten wir eine eigene Lösung, die ich da noch vorstelle. Der nächste wichtige Punkt ist die Digitalisierung der Arbeitsprozesse. Was wir auch vorhin gehört haben in einem Vortrag, wer da war bei Zeppelin, die digitalisierte Baustelle. Ich meine, das ist alles immer relativ schön und gut, aber natürlich sage ich jetzt mal, brauche ich die Daten. Ich brauche die Daten, die von der Maschine generiert werden und ich brauche auch eine Schnittstelle, um diese Daten überhaupt irgendwo reinzubringen. Weil wenn ich die Daten generiere und damit im Grunde genommen nichts anfange, bringt es mir relativ wenig. Und auch da ist eben der Ansatz zu sagen, die Maschine wird so ausgestattet, dass sie die Daten erheben kann, dass sie die Daten versenden kann und dass wir auch ein Stück weit gucken, dass wir diese Datenverarbeitung unseren Kunden zur Verfügung stellen oder auch da eben wieder über eine API diese Daten weiterreichen an bestehende Systeme. Ganz wichtig auch das Thema Diagnose und Predictive Maintenance. Auch hier ganz klar, so denke ich mal wie in anderen Bereichen auch, versucht man im Vorfeld auch hier über Daten, über das, Daten, also das Lernen aus den Daten herauszufinden, welches Verhalten führt zu welchen möglichen Fehlfunktionen der Maschine, um hier im Vorfeld, wenn sich bestimmte Tendenzen abzeichnen, bereits eingreifen zu können. Und dann auch ein ganz wichtiges System, was wir, glaube ich, auch in der Veranstaltung heute Morgen um 8.30 Uhr hatten, Assistenzsysteme zur Unterstützung der Fahrer und der Bediener. Es ist tatsächlich so, dass auch ein Kipper oder ein Abroll- oder ein Absetzkipper nicht ganz trivial immer zu bedienen ist und die Kunden, unsere Kunden, kommen mit dem Wunsch an uns ran, dass sie sagen, wir tun uns schwer, wirklich gutes Personal zu finden, das damit umgehen kann. Könnt ihr denn nicht in diese Richtung irgendwie was entwickeln, vereinfachen? Und das ist tatsächlich ein Thema, wo wir sagen, da sind wir auch dran. Und das fällt bei uns auch unter dieses Thema Digitalisierung. Und um jetzt zu dem zweiten Faktor zu kommen, was kommt quasi von den OEMs, von den Fahrzeugherstellern. Da haben wir die Digitalisierung der Fahrzeuge. Ich denke, das haben wir relativ schön bei dem ein oder anderen Hersteller auch auf der IAA gesehen. Die haben jetzt alle neue Dashboards, neue Anzeigesysteme, neue Bedienkonzepte. Und da kommt natürlich auch der Wunsch, sowohl von den OEMs, aber ein Stück weit auch von den Kunden zu sagen, könnt ihr euch denn da nicht integrieren? Müsst ihr denn jetzt wieder irgendwie einen eigenen Hebel oder ein eigenes Steuerelement hier mit reinbauen? Kann man das denn nicht wunderbar hier in die bereits bestehende Architektur mit Touch und allem Möglichen, was es da so gibt, mit reinnehmen? Können wir, versuchen wir auch, machen wir auch, ist aber halt natürlich ein Prozess, der am Entstehen ist. Das andere ganz wichtige Thema ist Elektrifizierung der Antriebe. Kennt auch jeder. Mag man sich jetzt vielleicht denken, was hat das jetzt in einem ersten Step mit Digitalisierung zu tun? Das hat sehr, sehr viel mit Digitalisierung zu tun aus unserer Sicht, weil dieses klassische Konzept, wie man sich es jetzt momentan vorstellt, dass ich sage, ich habe einen Verbrennungsmotor, ich habe einen Tank und ich habe einen Nebenantrieb, der den Aufbau antreibt, den gibt es dann in dieser Art und Weise zukünftig nicht mehr. Wie es genau umgesetzt werden wird, weiß man noch nicht. Was aber tatsächlich klar ist, ist, dass die Verzahnung zwischen
zwischen Aufbauhersteller und zwischen Fahrzeug, zwischen Fahrgestellhersteller wesentlich stärker sein muss. Weil man teilt sich eine Batterie und momentan ist die Kapazität der Batterie noch ein relativ rares Gut. Und da muss man halt tatsächlich sehen, wie man das Thema dann dementsprechend handelt. Ein letzter, eher so in Richtung Ausblick gerichteter Punkt ist das autonome Fahren. Auch das ist etwas, das man, sage ich jetzt mal, rechtzeitig auf der Agenda haben sollte, weil es wird kommen. Es macht Sinn, dass es kommt. Und da ist natürlich so ein bisschen der Punkt, wenn ich keinen Fahrer mehr habe und der Fahrer ist momentan der Bediener unseres Aufbaus, wer bedient dann den Aufbau und wie wird der Aufbau bedient? Wie sind wir an die Thematik rangegangen? Wie haben wir versucht, das Ganze umzusetzen? Wie sind wir diesen Fragen und diesen offenen Punkten, wie sind wir denen begegnet? Wir haben einen ganz großen Teil, sage ich jetzt mal, versuchen wir damit zu erschlagen, dass wir jetzt dann auch zur Bauma eine neue Steuergerätegeneration entwickeln und rausbringen. Hier stehen jetzt die Schlagworte intelligent und unterstützend. Genau in die Richtung geht es dann aber, also sprich, entweder die Schnittstellen sind schon da oder sie sind geschaffen worden, dass ich dem Fahrer, dem Bediener, eine leichte Möglichkeit oder einfache Möglichkeit gebe, den Aufbau wirklich zu bedienen, also intuitiv und unterstützend heißt tatsächlich durch Assistenzsysteme, sei es Folgesteuerungssysteme, sei es weitere Systeme, an denen wir da arbeiten. Die digitale Schnittstelle zu den Fahrzeugen, Vernetzung der auf Fahrzeugebene, ist so ein Stück weit das Thema, was ich auch vorhin genannt habe mit dem Thema Elektrifizierung. Da spielt es auf jeden Fall mit eine Rolle, aber auch ganz allgemein möchte das Fahrzeug oder der Fahrzeughersteller Informationen von dem Aufbau haben und der Aufbauhersteller, also in dem Fall wir, wollen auch Informationen von dem Fahrzeug haben, auch über das, was momentan darüber hinausgeht. Und dann ganz wichtig, ein ganz wichtiger Punkt ist die Vernetzung der Aufbauten auf Systemebene, so habe ich es jetzt mal bezeichnet. Das ist all das, wenn ich mich vom Fahrzeug hin in die sprichwörtliche Cloud bewege, also Daten vom Fahrzeug wegschicke, wie gehe ich denn damit um, was mache ich damit? Dann habe ich erstmal Daten. Diese Daten bringen mir aber nur etwas, wenn ich sie jemandem präsentiere, wenn ich die Daten ein Stück weit, sage ich mal, auch intelligent mache, intelligent darstelle und im Idealfall auch immer, sage ich mal, aus den Daten heraus demjenigen, für den die Daten bestimmt sind, eine Handlungsempfehlung mit auf den Weg gebe. Also tausch das aus, schul deine Fahrer, dann sind sie vielleicht ein Stück weit effizienter in dem, was sie machen und. Die Punkte, die dann mit den Kundenbedürfnissen oder den nachgelagerten Prozessen zu tun haben, da haben wir das Thema Connectivity. Das ist natürlich in aller Munde und auch wir machen es. Und zwar dahingehend, dass wir eben unsere Aufbauten mit entweder integrierten oder nachrüstbaren Lösungen versorgen. Wir generieren ein Kundenportal, das auch schon bei Kunden im Einsatz ist. Das werde ich dann vorstellen, zur Verwaltung eben der Fahrzeugflotte und noch ein bisschen mehr. Und auch eben das Thema Diagnose und Inbetriebnahme haben wir auf, ich sage jetzt mal, eine digitale Ebene gestellt, um diese Prozesse zu vereinfachen und tatsächlich auch durchgängig zu machen. Hier eine ganz kleine Übersicht über das, was dann im Nachgang noch kommt. Also wie gesagt, die Themen Connectivity, digitaler Zwilling ist bei uns ein ganz wichtiges Thema. Diagnose Predictive Maintenance, dann das Miler-Portal, was ich vorstellen werde. Digitalisierung der Arbeitsprozesse, was wir da für eine Lösung hatten oder haben. Und eben den Ausblick, ich habe es jetzt mal eher so ein bisschen in Richtung Ausblick gestellt, in die Themen Elektrifizierung und autonomes Fahren. Ausblick, ganz einfach, es ist momentan noch nicht da, es wird definitiv kommen. Fangen wir vielleicht mal mit dem einfachsten Thema an, Connectivity. Ich denke mal, das ist etwas, was sich den allermeisten Leuten, sage ich jetzt mal, erschließt. Warum sollte es Connectivity geben? Und was hat sie tatsächlich für einen Nutzen, auch einen Nutzen für den Endkunden? Und wie schon erwähnt, in der neuen Steuergerätegeneration, die wir jetzt entwickeln und vorstellen werden, wird das Thema Connectivity, Telematik, integriert sein. Uns geht es da jetzt weniger um diese, ich sage jetzt mal, Standardanwendungen wie das Tracking oder das Lokalisieren. Das ist etwas, sage ich mal, das
hat der Kunde vielleicht sogar meistens schon in einer wie auch immer gearteten Telematikeinheit vom Fahrzeug oder wie auch immer. Man kann es auch ganz leicht über eine App auf einem Smartphone generieren und die Fahrer haben ja meistens oder viele davon haben eins. Uns geht es tatsächlich darum, dass wir sagen, wir wollen die Daten, die der Aufbau generiert, wollen wir dem Kunden zur Verfügung stellen und nicht nur dem Kunden, sondern natürlich wollen wir auch ein bisschen was davon haben. Und damit er das eben in Echtzeit haben kann, kommt eben dieses Telematiksystem rein, wie gesagt direkt ins Steuergerät, kann aber auch als externe Nachrüstlösung bei unseren Fahrzeugen mit integriert werden. Wenn ich das habe, habe ich die Möglichkeiten einer eben bidirektionalen Datenkommunikation in Echtzeit, das ist ganz wichtig, und decke damit im Wesentlichen, ich sage jetzt mal, zwei oder drei Funktionen ab. Das eine ist eben die Echtzeitdiagnose. Da kann ich dann wirklich in Echtzeit sehen, okay, was ist mit dem Aufbau los? Funktioniert alles? Funktioniert was nicht? Ich kann eine Betriebsdatenerfassung machen, also tatsächlich Betriebsstunden erfassen und sämtliche Kippzyklen erfassen. Was macht er genau mit dem Ding? Und natürlich auch, sage ich jetzt mal, Services wie, wo macht er sie? Ich kann aber dann auch in der Zukunft, beziehungsweise das ist jetzt schon umgesetzt, kann ich Remote Updates fahren. Und ich kann die Parameter der Firmware in Echtzeit ändern. Welchen Sinn hat das? Das geht so ein bisschen in die Richtung, dass ich sage, es kann ja durchaus mal passieren, dass ich am Aufbau eine Funktion habe, die fehlerhaft ist. Also beispielsweise ein Sensor fällt mir aus und dieses Ausfallen des Sensors kann dazu führen, dass eine Funktion nicht mehr funktioniert, weil sie mit einer Sperrfunktion verknüpft ist. Da hätte ich jetzt die Möglichkeit zu sagen, wenn der Fahrer vor Ort sich nicht verhelfen kann, dass ich eben über genau dieses Remote-System hergehen kann und sagen kann, gut, genau diese Funktionalität, diese Sperrfunktion deaktiviere ich für einen gewissen Zeitraum. Das heißt, er kann jetzt seine Arbeit fertig machen, er kann vielleicht noch einen oder zwei Tage arbeiten und dann muss er aber in die Werkstatt fahren. Und da entkoppeln wir so ein bisschen dieses Thema, dass eben der Fahrer vielleicht nicht mehr so sehr in der Lage ist, sich da selber zu helfen. Und er kann dann eben zurückgreifen auf den Service. Der Service kann ihm dann direkt in Echtzeit helfen und er kann seine Arbeit im Grunde genommen dann fortführen. Hier oben sieht man eine Wolke, wo diese Daten reinkommen. Das ist die Mylar Cloud. Und damit wir all das im Grunde genommen machen können, was wir jetzt hier vorhaben, erzeugen wir auch immer einen digitalen Zwilling unserer Aufbauten. Das bedeutet, jedes Fahrzeug mit sämtlichen digital erfassbaren Daten ist quasi auch in der Cloud. Also sprich von Auftragserfassung, von Produktion, von Inbetriebnahme, Wartungshistorie etc. pp. Das alles ist in der Cloud. Das machen wir auch jetzt schon aktuell und zwar über eine Diagnosemöglichkeit, eine Diagnoseapplikation, die ich sowohl auf PC-Ebene als auch auf App, also auf mobilen Gerät ausführen kann. Und damit schaffen wir eben die Möglichkeit, dass jedes Fahrzeug, das in Betrieb genommen wird und an den Kunden übergeben wird, erstmal tatsächlich hier erfasst wird, digital erfasst wird und ich erzeuge quasi diesen digitalen Zwilling in der Cloud. Das ist dann immer eindeutig zuordnenbar. Ich habe dann noch immer den Kunden, der dann dahinter steht und kann dann direkt entweder der Kunde oder der Service darauf zugreifen. Das, was jetzt hier ist, dieses Service-Tool, ich habe jetzt hier mal das Beispiel PC-Variante genommen, gibt es auch als App-Variante, bereits seit 2 Jahren ungefähr. Da haben wir dieses Thema als App auch rausgebracht, aus dem einfachen Grund, weil wir gesagt haben, wir wollen jedem, der mit unseren Aufbauten zu tun hat, die Möglichkeit geben, ganz einfach bestimmte Arbeiten damit vollführen zu können. Und eines der Themen ist eine geführte Fehlersuche. Sprich, das muss jetzt nicht mal ein Fehler sein, sondern es kann tatsächlich auch ein Bedienfehler sein des Bedieners. Der steht jetzt irgendwo, kommt nicht weiter. Er hat aber vielleicht schon diese App runtergeladen, er kann sich dann mit dem Fahrzeug verbinden und kriegt über Hinweise, die ihm die App gibt, klare Handlungsempfehlungen und Abstellmaßnahmen, wie er sozusagen hier weitergehen kann, weiterverfahren kann, um seine Arbeit
zu vollenden. Und da komme ich jetzt wieder zurück auf das andere Thema. Wenn er eben hier nicht weiterkommt oder sich mit diesem System nicht auskennt, kann er eben in Zukunft das Ganze quasi auch über ein Ticketsystem anfordern und ihm kann remote über das Echtzeit-Telematiksystem geholfen werden. Da kann ich genau das, was ich jetzt hier sehe, sehe ich dann da auch und kann dementsprechend die Handlungsmaßnahmen einleiten. Auch hier ist es so, wenn sich der Bediener mit dem Steuergerät verbindet über die App, werden die Daten automatisch in die Cloud hochgeladen und diesem Fahrzeug automatisch zugeordnet. Das heißt, jeder kleinste Step, der hier passiert, wird quasi mitgelockt und kommt zu der Lebensgeschichte oder der Historie dieses Fahrzeuges mit dazu. All diese Daten, die jetzt erfasst werden, was ich eben vorhin gesagt habe, über die mitfahrende Telematikeinheit in Echtzeit oder eben über die App-Lösungen, die ich quasi on demand durchführen kann, wenn ich den Bedarf habe, mich mit dem Fahrzeug zu verbinden, landen eben alle in der Cloud, werden dem Fahrzeug zugewiesen und dargestellt werden sie dann in diesem Kundenportal oder in dem Portal. Da würde ich jetzt tatsächlich das mal kurz mal öffnen. Ich hoffe, das funktioniert alles soweit. Und das mal im Detail ein bisschen genauer vorstellen. Genau, also ich gehe ganz normal über die Myler Homepage, kann ich da reingehen, kann mich registrieren, gehe dann im Grunde genommen hier rein. Und das ist die erste Ansicht, die ich bekomme. Und was man jetzt hier im Grunde genommen sieht, in der obersten Zeile habe ich eine Darstellung meiner gesamten Flotte. Das heißt, ich habe eine Verfügbarkeitsdarstellung, welche Fahrzeuge, welche Aufbauten sind quasi verfügbar, sind jetzt nicht in Wartung oder in Reparatur. Ich habe eine Effizienzdarstellung, ich habe eine Darstellung meiner Kippzyklen für die gesamte Flotte und ganz wichtig, ich habe eine Wartungsprognose. Und ich kann auch hier immer, wenn ich... Es gibt auch hier quasi immer den aktuellen Zustand oder ich kann auch immer in eine Historie da reinspringen und kann hier sehen, beispielsweise welches Fahrzeug wurde wann gewartet, kann dann hier auch direkt auf das Fahrzeug draufgehen und sehe die Daten dann davon. Hier ganz wichtig, dieses Thema Wartungsprognose und alles, was man hier im Grunde genommen sieht, kann auf zweierlei Arten gepflegt werden. Es kann entweder manuell gepflegt werden, indem ich beispielsweise sage, dieses Fahrzeug muss jetzt in einem Monat muss das und das gemacht werden, dann erscheint es hier genau in der Zeitleiste, wie es sozusagen dargestellt werden sollte. Es kann aber tatsächlich auch automatisch geschehen. Also in dem Augenblick, wenn ich ein System habe, beispielsweise also die App, die ich vorhin vorgestellt habe, das ist nicht nur eine Diagnose, sondern das ist auch eine Service-App und diese App nutzen dann auch unsere Service-Monteure direkt intern oder auch die externen, die mit uns zusammenarbeiten, um diese Fahrzeuge zu pflegen. Das heißt, alles, was ich vorhin auch gesagt habe, was in der App passiert, kommt in dieses Portal rein. Und da kann natürlich genauso, sage ich mal, der macht jetzt einen Service, klickt auf, der Service ist gemacht worden, dann errechnet sich automatisch, wenn ich auch dieses Telematiksystem habe, wirklich in Echtzeit, wann jetzt für diese Komponente der nächste Service dann eben fällig wäre. Das heißt, ich kann das manuell eintragen, ich kann es aber tatsächlich auch automatisch generieren lassen, beziehungsweise ich lasse es automatisch generieren, wenn ich für diesen Aufbau die Diagnosemöglichkeiten nutze, die wir dann zukünftig den Kunden und unseren Servicepartnern zur Verfügung stellen. Gleiches gilt eigentlich für alle anderen Werte, die jetzt hier dargestellt sind. Wenn man weiter runter geht, dann sieht man hier eine tabellarische Aufstellung aller Fahrzeuge. Wir können mal in eines reingehen. Jedes einzelne Fahrzeug, das der Kunde hat, wird ihm hier dargestellt, wird automatisch mit Daten befüllt. Und ich habe dann hier unten eine Darstellung für jedes einzelne Fahrzeug. Das, was ich vorhin für die gesamte Flotte gesehen habe, habe ich dann hier für das einzelne Fahrzeug. Und ich habe auch weiter unten, das haben wir jetzt hier mal nur exemplarisch dargestellt, die Geschichte, also die tatsächliche, den Lebenshorizont dieses Fahrzeuges, angefangen von der Bestellung über die Auslieferung, Wartungswerte etc. pp. Ich kann hier dann auch jeweils immer raufklicken und sehe, was dann passiert ist. Und über diese Art und Weise kann dann beispielsweise, wenn der Kunde sein Fahrzeug dem Service bringt, der Service macht seine Arbeiten, pflegt die über die App ein,
dann habe ich hier automatisch einen nächsten Reiter. Ich kann hier draufgehen und sehe, okay, was wann mit dem Fahrzeug geschehen wurde. Da sind dann auch Fotos mit dabei, da ist eine Beschreibung mit dabei. Und zukünftig ist auch angedacht, dass damit da über dieses Portal dann auch im Grunde genommen sowas wie ein Rechnungswesen abgebildet werden kann. Und unten habe ich dann ganz klassisch fahrzeugspezifische Dokumente abgebildet. Wenn man hier zurückgeht, dann habe ich hier unten Servicepartner und die Werkstätten. Ganz wichtig bei dem System ist, der Kunde, dem der LKW gehört, der ist ja sozusagen auch der Herr über das, was er da macht, die Herr über, auch, über die Daten, die damit generiert werden. Und er muss die Servicewerkstätten freigeben, die auf sein Fahrzeug zugreifen können. Also nicht jeder wird dann zukünftig den LKW diagnostizieren können, sondern ich muss wirklich dafür freigeschaltet sein. Und das kann er über diese Maske machen, indem er hier sagt, ich führe die und die Servicewerkstätte führe ich dazu. Er gibt sie frei und alle Mitarbeiter, die in dieser, für diese Servicewerkstätte registriert sind, können dann seinen Aufbau diagnostizieren, sehen die Daten, sehen dann die Betriebsstunden und können dementsprechend auch proaktiv hier Wartungen etc. pp. Vornehmen. Und hier unten hat man dann noch den ganz normalen Kontaktansatz. Hier vielleicht noch wichtig zu erwähnen, ein großer Teil unserer Flotte ist, also unsere Fahrzeuge, die wir so verkaufen, haben kein Steuergerät in dem Sinne, dass sie wirklich intelligent vernetzt sind, sondern der klassische Kipper ist nach wie vor eigentlich pneumatisch gesteuert und hat von daher nur eingeschränkte Möglichkeiten, hier Daten zu generieren und diese Daten auch dahin zu schicken. Der Kunde kann hier immer Fahrzeuge auch manuell in dieses Portal reinnehmen und er kann auch, und das ist auch relativ wichtig, er kann jetzt nicht nur Meilerfahrzeuge hier reinsetzen, sondern er kann tatsächlich auch Fremdaufbauten hier reinsetzen. Weil natürlich hat der Kunde nicht nur Meilergeräte, sondern er hat natürlich auch Konkurrenzprodukte, ganz klar. Was wir halt aber wollen, ist, dass wir sagen, er soll alles oder er soll die Möglichkeit haben und er wird die Möglichkeit haben, seinen gesamten Fuhrpark, ob Meiler oder nicht, ob Steuergerät verknüpft oder nicht, er soll es hier pflegen. Das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Ansatz. Und was wir auch umsetzen werden, ist, wir werden versuchen, auch die Fahrzeugdaten hier mit zu integrieren. Also nicht nur die Aufbaudaten, sondern tatsächlich auch die Fahrzeugdaten, an die wir zumindest, sage ich jetzt mal, rankommen. Da gibt es ja das Thema Remote FMS, wär da eine Möglichkeit, oder was man über den Aufbauer kennen bekommt, oder was man tatsächlich über andere API-Schnittstellen von den OEMs bekommt, dass man die hier integriert, dass man dem Kunden wirklich die Möglichkeit gibt, dass er ein Portal hat, ein Portal nutzt und sämtliche Daten auf diesem Portal sozusagen gepflegt sind und der nicht jetzt irgendwie ein MAN, ein Daimler und eben noch das Meiler-Portal nutzen muss. Das ist, sage ich jetzt mal, so der ganz wichtige und für uns auch wirklich große Ansatz des Ganzen. Dann haben wir natürlich noch weitere Lösungen, mit denen wir uns in diesem Bereich Digitalisierung beschäftigen. Und ich möchte jetzt nur mal eine vorstellen, die vielleicht der eine oder andere zumindest von der Anwendung erkennt. Im Bereich digitale Arbeitsprozesse, Beispiel Straßenbau. Da gab es ja mal eine Verordnung, die dahingehend zum Ausdruck bringt, dass der Asphalt oder das Bitumen, das an die Baustellen gefahren wird, eine bestimmte Temperatur nicht unterschreiten darf. Und da gibt es ja zwei Maßnahmen, die man dann da eingeführt hat. Zum einen hat man isoliert und zum anderen hat man gemessen. Wir haben hier eine Möglichkeit geschaffen, eine relativ schnelle Möglichkeit geschaffen, dass der Kunde über eine App diese Daten, die über das Messsystem erfasst werden, ihm auf der App dargestellt werden, dokumentiert werden und er tatsächlich auch eine Prognose über die Temperaturentwicklung bekommen kann. Das heißt ganz konkret, wenn der lädt auf, er startet diesen Prozess, er kann zum Beispiel auch die Bitumenart wählen, er kommt irgendwo hin oder er fährt, er steht im Stau, er sieht dann hier über die Prognose, Temperaturentwicklung, du hast jetzt noch eine halbe Stunde, dann solltest du aber bitte abkippen. Hat auch den Vorteil, dass man dieses System, wenn man es denn dann tatsächlich flächendeckend nutzen
Sollte, wenn der auf eine Baustelle kommt, da sind dann vielleicht 5 LKWs und der nimmt sich aber den letzten raus, derjenige, der die Baustelle verwaltet, wo wir wie bei dem Thema digitale Baustelle sind, weil er einfach sieht, okay, die Temperatur bei diesem Trailer ist grenzwertig, den sollte ich jetzt mal als nächstes nehmen und sollte ich vorziehen. Das war wirklich ein Beispiel, wo wir gesagt haben, da haben wir sehr, sehr schnell das Thema umgesetzt. Also wir versuchen da auch wirklich recht agil zu sein. Und natürlich, sage ich mal, ist eine Softwarelösung immer eine schnellere Lösung, als wenn ich jetzt dann in Hardware versuche, die Sachen umzusetzen. Das ist uns hier relativ gut gelungen. Leider ist es so, dass sich dieses Thema insgesamt hier aber nicht so wirklich durchgesetzt hat, weil es da jetzt noch keine dementsprechende klare Regelung gibt, wo man sagen kann, okay, genau so, so oder so kannst du das umsetzen. Da gibt es dann natürlich eine gewisse Unsicherheit, auch in dem Markt. Und die Kunden sagen dann, naja gut, brauche ich es letztendlich. Mir reicht es erstmal, wenn die Vorbereitung da ist und wenn ich das Ganze, wenn ich meinen Aufbau isoliert habe. Als weiteres Thema, mit dem wir uns tatsächlich auch sehr intensiv beschäftigen, ist das Thema Elektrifizierung der Fahrzeuge. Ist in aller Munde und dadurch, dass wir jetzt nicht nur, sage ich jetzt mal, die großen Hinterkipper haben, die tendenziell eher weiterhin mit einem Verbrennungsmotor betrieben werden, sondern auch kleinere Abseits-Abrollkipper und auch kleinere Kipper, die dann eher im städtischen Bereich unterwegs sein werden, wird uns dieses Thema treffen. Das tut es auch schon. Also wir sind auch mit Kunden und auch mit Fahrzeugherstellern sehr eng in Kontakt und im Gespräch, wie wir da weiterverfahren. Und was wir festgestellt haben, ist, dass eben dieses Thema Verzahnung der Funktionalitäten ganz entscheidend wird. Was ich vorher noch gesagt habe, momentan ist es sehr, sehr einfach, auf einen LKW, der bestimmte Vorbereitungen hat, einen Aufbau drauf zu bauen. Ich muss ihn mechanisch befestigen. Ich habe meinen Nebenantrieb, der ist standardisiert, da schließe ich es dran, dann habe ich meinen Öldruck und alles ist wunderbar. In dem Augenblick, wenn ich in den Bereich Elektrifizierung gehe, ist es nicht mehr so, sondern da wissen wir noch nicht mal, was kriegen wir eigentlich? Welche Art von Schnittstelle kriegen wir? Kriegen wir einen Strom? Kriegen wir eine mechanische? Kriegen wir eine mechanische Kraft? Welche Spannungen kriegen wir? All das ist wirklich relativ offen und undefiniert. Der Prozess ist gerade, sage ich mal, so ein bisschen am Entstehen. Und was sich aber da tatsächlich rauskristallisiert, ist, dass eben dieses Thema Energieverwaltung da ein ganz wichtiges wird, weil wir wollen als Aufbauhersteller, also wir als Meiler, wir wollen nicht mit einer eigenen Batterie rumfahren, weil das ist natürlich wesentlich komplexer, wenn man jetzt noch ins Batteriemanagement und geht, sondern wir sagen, wir wünschen uns tatsächlich weiterhin einen mechanischen Nebenantrieb, den werden wir aber nicht immer bekommen. Und das heißt, es wird irgendeine Art von Lösung geben, die vielleicht mechanisch ist, vielleicht aber auch elektrisch ist, unabhängig davon, wie sie ist. Wir greifen hoffentlich nach wie vor auf die Batterie des Fahrzeuges zu. Und da ist natürlich dann das Thema Reichweite ein ganz entscheidendes. Und fatal wäre, wenn unser Kunde zu einer Baustelle fährt, er möchte was abladen und er darf es nicht, weil ihm das Fahrzeug sagt, du, die Energie reicht jetzt aber nicht mehr aus, um jetzt noch bis zu deinem finalen Bestimmungsort zu kommen. Und diese Verzahnung, die da stattfinden muss, Kommunikation in dem Fall, die muss auf Fahrzeugebene stattfinden, die muss aber tatsächlich auch auf Cloud-Ebene und auf Systemebene stattfinden. Das Gesamtsystem muss im Grunde genommen wissen, okay, was macht der, was muss er noch machen, welche Aufgaben hat er noch zu tun, wo hat er diese zu tun, um im Grunde genommen auch eine Fahrtroutenoptimierung zu gestalten oder ihm vielleicht sogar zu sagen, pass mal auf, mit dem Pensum, was du da vorhast, musst du definitiv noch mal eine halbe Stunde zwischenladen. Mach das am besten, wenn du Mittagspause machst, dann fährst du am besten dahin. Das sind tatsächlich so Dinge, mit denen wir uns ganz konkret beschäftigen oder zumindest angedacht haben. Also auf physikalischer Ebene, auf Fahrzeugebene tun wir das definitiv, aber wir sehen auch da ganz klar natürlich den Ausblick, wo das Ganze hinführt. Wenn ich diese Elektrifizierung im großen Maßstab umgesetzt habe, was das dann tatsächlich dann bedeutet, auch auf Systemebene. Und das andere Thema, das möchte ich nur ganz kurz anreißen, das sind die neuen Bedienkonzepte durch die Digitalisierung, was ich eben vorher noch gesagt habe. Ich habe die Möglichkeit, anders jetzt in ein Fahrzeug reinzugehen. Ich kann viel variabler damit umgehen. Ich habe jetzt nicht eine starre Nadel, die sich irgendwo bewegen, sondern ich habe Displays, auf die ich vielleicht sogar als Aufbauer Informationen draufspielen kann, vielleicht sogar Apps draufspielen kann, nicht nur vielleicht, sondern es ist angedacht. Und da kann ich natürlich habe ich ganz andere Möglichkeiten, einen Kipper jetzt quasi steuerungsmäßig in das Fahrzeug zu integrieren. Letztes Thema tatsächlich, weil es auch ein bisschen ein sehr abstraktes Thema ist. Ich habe ein Beispiel hier, das denke ich mal kennt jeder, von der Firma Volvo. Was bedeutet denn das für uns?
wenn ich ein autonom fahrendes Fahrzeug habe? Ich habe ja keine Kabine mehr, ich habe keinen Fahrer mehr. Wie positionieren wir uns da und wie stellen wir uns da auf? Also liefern wir auf dieses Chassis nach wie vor die Kippbrücke? Tun wir es nicht? Entwickeln wir selber mit Partnern? Gehen wir selber mit Partnern in diese Richtung? Der erste Step, den wir gemacht haben, ist, dass wir gesagt haben, wir wollen im Bereich Assistenzsysteme definitiv Erfahrung sammeln, auch wirklich interne Erfahrung sammeln, auch mit Partnern zusammenarbeiten. Wir entwickeln neue Steuerungskonzepte in der Richtung, also auch mit dem, was wir jetzt eben rausbringen und versuchen hier einfach in einem ersten Step wirklich erstmal ein Gefühl zu bekommen. Also was passiert da, was bedeutet das? Also was bedeutet das auch für die Firma Mailer in diesem Bereich, der ja doch sehr abstrakt ist, da überhaupt irgendwie reinzukommen? Also was müssen wir noch tun? Brauchen wir intern Leute? Brauchen wir extern Leute? Welches Verständnis muss intern aufgebaut werden? Welche Akzeptanz muss überhaupt erstmal intern geschaffen werden, damit man sich mit diesen Themen überhaupt auseinandersetzt? Es ist relativ schwierig, weil ich sage jetzt mal, je abstrakter ein Thema ist, desto schwieriger oder weniger greifbar kann ich es machen und desto weniger kann ich, sage ich mal, diese Dinge auch diskutieren, auch intern diskutieren. Letztendlich, sage ich mal, stellt sich es halt im Moment für uns so dar, dass wir als Mailer mit sehr, sehr vielen Themen konfrontiert werden, die aus unterschiedlichen Richtungen auf uns einprasseln. Und wir versuchen damit irgendwie umzugehen und stellen uns natürlich auch die Frage oder versuchen diese Frage zu beantworten, was wird tatsächlich in der Zukunft das kaufentscheidende Kriterium für den Kunden sein? Ist es das Thema Nutzlast? Also das, sage ich mal, wo Mailer halt sehr, sehr stark ist mit den Attributen, oder werden das tatsächlich andere Dinge sein, wie eben die Digitalisierung, das Thema Connectivity. Ich muss meinen Aufbau in ein digitales System integrieren bei dem Kunden. Ich muss auf Fahrzeugebene, muss ich mich ganz anders aufstellen, weil ich hier eine ganz andere Kommunikation zwischen Fahrgestell und Fahrzeug habe. Und natürlich letztendlich irgendwann auch die Frage, wer ist dann in der Zukunft eigentlich der Fahrzeughersteller? Also sind das die klassischen, die wir jetzt momentan kennen, oder ist es tatsächlich jemand anderer? Und wir sind so ein bisschen zu dem Schluss gekommen, aufgrund auch der Aktivitäten, die wir gestartet haben, aufgrund der Erfahrungen, die wir gemacht haben, auch aufgrund des Feedbacks der Kunden, dass sicherlich momentan das Thema Nutzlast, um die Frage jetzt zu beantworten, momentan nach wie vor sehr entscheidend ist, aber tatsächlich von anderen Faktoren mehr und mehr abgelöst wird. Weil ich sage jetzt mal, das Thema Nutzlast, das Thema Kipper, das Thema Funktionalität auf Stahl- und Hydraulikebene, das können andere auch gut, muss man ganz klar so sagen. Und das ist nicht mehr unbedingt das Kriterium, wo man sagt, damit kann man sich jetzt von den Marktbegleitern großartig absetzen oder damit kann man großartig jetzt bei den Kunden noch punkten, sondern das werden in der Zukunft ganz klar andere Themen sein. Wir haben eine Strategie entwickelt, wie wir versuchen, damit umzugehen. Ich hoffe, es führt zum Erfolg. Wissen tut man es leider nie so genau und letztendlich hoffe ich, dass ich auch in dieser Zeit, die ich jetzt hatte, ich habe recht schnell gesprochen, ich hoffe, man verzeiht es mir, habe ich versucht, das so ein bisschen darzulegen. Also, was sind unsere Gedanken, was sind tatsächlich auch die Motivationen? Und ganz wichtig ist vielleicht auch, also wir digitalisieren nicht, weil es gerade hip ist, sondern tatsächlich, weil wir die Notwendigkeit dazu sehen, dies zu tun. Aus den verschiedensten Bereichen heraus. Und ich hoffe, es ist mir gelungen, das so ein bisschen rüberzubringen. Dankeschön.